herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella in der Woche 21. bis 27.12. Wie immer werden wir auch vorher Astrologie mit einbeziehen. Wir schauen uns an, was machbar, was möglich ist. Wir wollen schauen, was für die einzelnen Sternzeichen möglich ist. Und wir gehen zuerst auf die Karten, die ich heute auch dabei habe. Das ist das Druid Craft Tarot Deck von Philipp und Stephanie Cargom. Für die einzelnen Wochentage habe ich das Morgan Greer Tarot. Und für die Klärung oder Einzelheiten habe ich das Tarot Familia von Lisa Parker. Dann wieder das Krafttier natürlich von Colette Bern-Reed und als Orakelkarte diesmal das Erzengel-Orakel von Doreen Virtue, wo man mal schauen kann, was so im Einzelnen los ist. Das ist erstmal das, was ich mitbringe hier für die Legung für die Weihnachtswoche. Und wir werden natürlich besonderes Augenmerk auch richten auf die Weihnachtsfeiertage. So, dann wünsche ich euch allen natürlich eine schöne Zeit, ein schönes Weihnachtsfest. Geruhsame Tage und natürlich, dass ihr eure Lieben sehen könnt. Wir wollen erstmal schauen jetzt, was astrologisch insgesamt für alle drin ist. Also das ist jetzt für alle. Und dann gehen wir auf die einzelnen Sternzeichen. Also, bis gleich. So, was sagt die Astrologie vom 21. bis 27. Dezember? Ja, Mars und Pluto machen so ein bisschen aggressiv. Ja, dieses Zusammenwirken kann dafür sorgen, dass der Einzelne übertreibt im Zorn oder im Ärger. Ja, vielleicht kann jeder selbst dafür sorgen, dass er da so ein bisschen den Ball flach hält. Ja, es ist auf jeden Fall Gefahr gegeben, dass das hochkocht an diesen Tagen. Das ist schon vom 20. bis zum 26. auf jeden Fall, ja, ich sag mal, schwierig. Aber wie gesagt, wenn jeder Einzelne sich so ein bisschen zurückhält, könnte das auch gut gehen. Merkur und Uranus sorgen am 25. auf jeden Fall dafür, dass es ein bisschen lockerer wird, ein bisschen angenehmer, dass man vielleicht auch spontane, schöne Dinge erlebt und dass man zufällig jemanden trifft oder kurzfristig besucht, sofern möglich natürlich. Ja. Eine Anregung, einen Spaziergang zu machen, einfach mal rauszugehen. Ja, vielleicht treffen sich ja auch ein paar nette Leute unterwegs. Ja, das wird sich auch, ich sag mal, zum Jahreswechsel hin weiterentwickeln. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man selbst versucht, wie gesagt, harmonische Zeiten herbeizuführen. Das liegt an jedem selbst auch, aber nicht nur natürlich. Wir haben auch Jupiter und Saturn, die natürlich dann zwischen 12. und 30. wirken. Und das ist eben das, was man mitnimmt in das neue Jahr. Die Erfolge, die Dinge, die man abgeschlossen hat. Ich habe in vielen Legungen zuvor auch schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn der ein oder andere, wenn möglich, die Dinge noch abschließt, damit er oder sie dann beruhigt ins neue Jahr rübergehen kann. Und das wäre natürlich auch eine Beruhigung und würde den Stressfaktor vermindern, wenn man das hinbekommt. Aber das ist vielleicht nicht immer möglich, aber trotzdem ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch dafür sorgt, dass es ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest wird. Und das wünsche ich euch allen und mir natürlich auch. Und ich sage mal, wir gehen jetzt in die einzelnen Sternzeichen und schauen mal, wie das da astrologisch aussieht. Bis gleich. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau, zum Taroskop mit Ella vom 21. bis 27. Dezember 2020. Wir nähern uns dem Jahresende und damit blicken wir auch ein Stück weit zurück, was bis dato schon erreicht wurde, denn ich glaube, es war ein äußerst erfolgreiches Jahr für dich. Du hast viel durchsetzen können, du hast viele neue Veränderungen vorgenommen oder hast dich ihnen gefügt, warst flexibel genug, wurdest unterstützt von Saturn und Jupiter durch das Schwesternzeichen Steinbock. Und Uranus hat dir auch den Weg geebnet, möglicherweise für neue Lebenseinstellungen oder Veränderungen in Bereichen. Neptun hat bisweilen schon mal ein bisschen verblendet, aber da hast du dich gut rausgeholt, sage ich mal.
Und ich denke, dass du das Jahr, ich sag mal, unterm Strich sehr erfolgreich auch mit Pluto abgeschlossen hast. Wir haben Mars im Widder und wir haben jetzt auch zum Jahresende hin diese Konjunktion oder jetzt vor allen Dingen in der Weihnachtszeit mit Pluto und Mars, wo du dann als kritische Jungfrau natürlich auch ein Stück weit aufpassen musst, weil die Tendenz dazu jetzt groß ist, dass das eskaliert, wenn es zu Streit kommt. Also sei da zumindest bedachtsam, behutsam, mit wem du Streit beginnst. Wenn nötig, selbstverständlich, aber wenn nicht nötig, lass es lieber. Ja? Wir haben auch Merkur, der dich klare Entscheidungen treffen lässt zum Jahresende. Also du kannst da auch vieles abschließen, was ja auch Sinn der Sache ist, dass, ich sag mal, zu den Feiertagen oder zumindest zum Jahreswechsel die wichtigsten Dinge in trockenen Tüchern sind und du dich gar nicht mehr groß um so vieles kümmern musst. Wir haben Streitgefahr bei dir, ja, so ab dem 20. Wobei jetzt Weihnachten an sich relativ harmonisch verläuft, wenn du dich darum bemühst. Ja, später zum Jahresende steht Venus kritisch, aber dazu kommen wir dann in der nächsten Woche. Da solltest du dann Acht geben, nicht zu übertreiben. Aber bis für die Weihnachtsfeiertage sieht es harmonisch aus. Wie gesagt, wenn sich jeder Einzelne von uns auch ein Stück weit darum bemüht. Wir schauen mal, was für dich jetzt in dieser Woche die Karten haben. Liebe Jungfrau, dann wollen wir uns mal anschauen, was in der allgemeinen Kartenlegung für die Weihnachtswoche für dich drin ist. Was du beachten kannst, was dir hilfreich ist. Es geht ja darum, die energetische Wetterlage zu justieren bzw. anzuschauen, was du vielleicht lieber lassen solltest oder worauf du hingewiesen wirst. Das kann und wird natürlich nicht immer für jeden hundertprozentig passen, auch wenn das schon mal vorgekommen ist, zumindest wurde mir das gesagt. Wir schauen uns an als erstes, welche Energien du von deinen Mitmenschen, von deinem Umfeld erwarten kannst in dieser Woche. Schauen wir uns das mal an. Wir haben die Prinzessin der Stäbe. Prinzessin der Stäbe ist Feuerenergie. Ja, wir sind ja auch ja, mit Venus im Schützen jetzt noch dabei. Nee, das ist am 21. das geendet, dann haben wir jetzt die Venus im Steinbock. Aber es ist Feuerenergie, Leidenschaft, aber es ist eine kurzzeitige Leidenschaft. Also da ist kurzzeitige Begeisterung von außen, das hält aber leider nicht so lange an. Wofür, kann ich jetzt nicht sagen, aber stell dich darauf ein, wenn jemand da mit irgendwelchen wahnwitzigen Ideen oder Dingen rüberkommt, das ist nur kurzes Gastspiel. Was oder wie siehst du dich selbst? Was ist dein Wunsch? Was erhoffst oder befürchtest du in dieser Woche? Was ist gut für dich? Was ist nicht so gut? Und wie geht die Woche für dich aus? So, wir schauen mal in die Kamera, wie das Ganze aussieht. Wir können noch ein Stück rüber. Also, wie gesagt, das ist so die allgemeine Wetterlage der Energien für dich als Jungfrau in dieser Woche. Wir legen ja auch die Wochentage. Und wenn du das schon mal gesehen hast, ich lege Montag bis Sonntag, aber in der allgemeinen Legung kann die Energie natürlich für dich unterschiedlich stattfinden. Ja? Also, dass das zum Beispiel nicht am Montag, sondern am Mittwoch stattfindet oder am Freitag. Ja? Halte dich also nicht an den Wochentagen fest. Wenn dir die Energien begegnen, wirst du es auf jeden Fall wissen. Wir schauen uns an, welche Energie du mitbringst in dieser Woche, wie du auf deine Mitmenschen zugehst. Was ist so deine Grundtendenz? Die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist authentisch, was sehr, sehr schön ist. Sie lässt sich nichts vormachen und macht anderen nichts vor. Auch eine sehr schöne Energie. Achte nur auf die Art und Weise, wie du dich äußerst. Also das ist, das Schwert schneidet und das ist eben auch eine spitze Zunge, sagt man so. Ja? Nicht übertreiben damit, du kannst die Dinge benennen, aber man kann sie auch, ich sag mal, höflich umschreiben. Ja? Man muss jetzt nicht jemandem direkt auf den Schlips treten, vor allen Dingen nicht in einer Phase, wo es sowieso schon schwierig ist. Wir schauen uns an. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. So.
Damit war natürlich nicht gemeint, dass du jemandem was vormachen solltest. Du solltest nur vielleicht nicht sagen, ich kann dich nicht leiden, sondern ich habe heute keine Zeit, ich bin nicht da oder so, je nachdem. Dass du also, wie gesagt, jemanden nicht so vor den Kopf haust mit den Worten. Das war eigentlich nur gemeint. So, wir schauen uns an gleich, was an den einzelnen Wochentagen los ist, aber das kann vom Zeitpunkt her variieren. Ich habe auch die Vorwoche nochmal hinten angehängt, weil die Energien der Vorwoche auch immer Auswirkungen haben darauf, wie man die nächste Woche angeht, wie man seine Entscheidungen trifft. Es hat immer eine Auswirkung daraus. Wenn es dich interessiert, es hängt nochmal hinten dran. So, schauen wir uns jetzt an, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Die 7 der Münzen, geduldig, das ist gut. Du überlegst dir jeden Schritt. Du machst nichts Unüberlegtes und das ist auch gut so. Du hast Geduld mit dir und mit anderen. Wenn, ich sag mal, die Energie allgemein jetzt nicht so positiv ist, ist es immer besser, man ist da ein bisschen achtsam. Dein Wunsch, 6 der Schwerter. Du brauchst vielleicht auch eine kleine Ruhephase. Du möchtest keinen Stress, du möchtest Harmonie, dass alles friedlich ist, dass man sich gut unterhalten kann, dass man sich nicht in die Haare kriegt und solche Dinge. Dazu, wie gesagt, kann ja auch jeder von uns seinen Teil beitragen. Hoffnung und Ängste ist die 7 der Kelche, dass man sich was vormacht. Es kann auch bedeuten, dass man mit den 7 der Kelche vielleicht ja nicht klar sieht oder sich gefühlsmäßig noch nicht da befindet, wo man gerne wäre. Man ist sich seiner Gefühle nicht sicher. Oder es ist auch so, dass man so viele Möglichkeiten hat, dass man sich nicht entscheiden kann. Falls dem so ist, solltest du dich schnellstmöglich entscheiden, gefühlsmäßig. All dieweil das sonst dir abgenommen wird. Oder wenn du gefühlsmäßig noch nicht weißt, wohin mit dir, wir schauen gleich mal, wie das Ganze aussieht. Was ist gut für dich? Gut für dich ist das Rad des Schicksals. Saturn ist dir auch weiterhin gewogen. Kann natürlich sein, dass das ein oder andere eben nicht so akkurat klappt oder dass die Dinge sich verändern mit Uranus oder so, aber das Rad des Schicksals dreht sich weiterhin in deine Richtung. Du kannst auch weiterhin davon profitieren. Nicht gut für dich ist der Mond. Der Mond deckt Dinge auf und das kann bedeuten, dass du Dinge zurückhältst, vielleicht gefühlsmäßig, dass du das nicht zulässt. Der Mond ist ja immer das, so die Schattenseiten werden aufgedeckt und wenn das nicht gut für dich ist, dann ja, entweder kommt es einfach raus in einem Moment, wo es nicht rauskommen soll. Oder es sind Dinge, die weiterhin verdeckt bleiben, die dir nicht klar werden. Wir schauen mal. Wie ist denn der Ausgang? 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Das ist Erdenergie und passt sehr gut und wird dir auch gefallen. So, am Montag haben wir die 8 der Stäbe, Kommunikation. Und ich sagte ja schon mit der Königin der Schwerter, du kannst natürlich sagen, wenn zum Beispiel einer mit der Prinzessin der Stäbe zu dir kommt, du, ich habe einen bombensicheren Tipp und du sagst, nein, danke, dann ist das okay. Nur wenn jemand sagt, ich brauche deine Hilfe und mir geht es nicht gut und du sagst, lass mich in Ruhe, ist das was anderes. Ne? Also es ist immer die Form, wie du die Dinge auch formulierst. Du kannst ja sagen, tut mir leid, ich kann jetzt momentan nicht unterlaufen. Ne? Also es geht darum, wie kommuniziert man. Gut überlegen. Und dann eben nett und freundlich und ruhig. Nach Möglichkeit, ja. Am Dienstag haben wir die 9 der Stäbe. Du gibst nicht auf. Du willst die Dinge zum Ende bringen. Du bleibst dran, aber pass auf, dass du dich nicht übernimmst. Denn dein Wunsch ist ja Ruhe und Frieden. Kein Stress mehr. Vielleicht gibst du nochmal zum Schluss Gas, aber du solltest gucken, dass du an den Feiertagen wirklich keine anderen Termine hast, ja. Mittwoch, 5 der Stäbe. Da ist dieser innere Konflikt. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich weiß nicht. Ich möchte ja meiner Familie auch nicht auf den Schlips treten. Nein, wenn du an den Feiertagen deine Familie zurücklässt im Sinne von, ich muss noch was tun, Schande auf dein Haupt. Ja? Es ist wichtig, dass du dich für deine Familie entscheidest. Wenn da irgendwie ein Zwiespalt ist, ist eigentlich klar, was oberste Priorität ist. Das gilt natürlich nicht für alle Jungfrauen, ne? Nur weil hier, wir haben den Wettbewerb und du bist da gefühlsmäßig noch nicht so sicher. Donnerstag haben wir das Rad des Schicksals, 2-mal. Und die 7 der Kelche verwirrt dich momentan, ne? Du bist vielleicht nicht so wirklich auf Spur.
Das ist aber nicht schlimm. Habe auch Geduld mit dir selber. Sag dir, ich habe alles gegeben, was geht, und ich lasse mich aber auf keine Diskussionen ein darüber, ob ich jetzt noch mal eben schnell dieses oder jenes für jemanden erledigen kann. Deine Familie, die Leute, die dir am Herzen liegen, haben oberste Priorität. Dann haben wir das Ass der Schwerter. Und das ist Klarheit und Wahrheit. Du sprichst deine Wahrheit, du lässt nichts im Unklaren nach Möglichkeit. Ja? Du sagst, wo deine Prioritäten sitzen. Und ich denke, dass das Rad des Schicksals dir auch diese Klärung herbeiführt, auf die eine oder andere Weise. Samstag haben wir den Page der Stäbe, das ist der Fokus. Das ist dein leidenschaftliches Ziel, wo du hin willst, und zwar Ruhe, Frieden, Ausgewogenheit. Ja? Und da willst du dich nicht mit irgendwas Negativem beschäftigen. Hier haben wir den Ritter der Kelche, das ist Entgegenkommen. Von deiner Seite genauso wie von der anderen Seite. Und das ist sehr schön. Also ich sagte ja, die Feiertage werden harmonisch. Kann sein, wie gesagt, dass an Silvester du ein bisschen übertreibst mit Feiern, mit Essen oder Trinken. Ja, da solltest du dir überlegen, ob das nötig ist. Ich kann verstehen, wenn man momentan so, ich sag mal, in seine vier Wände eingeschlossen ist, dass man dann mal das Bedürfnis hat, rauszugehen. Ja, aber man muss da nicht übertreiben. Ups. Wir gucken mal, was jetzt die 7 der Münzen ist. 8 der Stäbe, Kommunikation. Zurückhaltung in der Kommunikation. Habe ich ja schon gesagt, haben wir auch, haben die Karten bestätigt. 6 der Schwerter. Da haben wir den König der Münzen. Du hast viel erreicht, du bist auf deinem Zenit, du bist zufrieden mit dem und du darfst dich glücklich schätzen. Und wichtig ist Haus, Heim, Familie. Jetzt heißt es, die Familie ist das Wichtigste, gerade an den Feiertagen. Was ist denn in Hoffnung und Ängsten die 7 der Kelche? Da ist Fairness und da ist das Ass der Kelche. Hast du dich vielleicht gefühlsmäßig irgendwo involviert, wo du deine derzeitige Beziehung in Schwierigkeiten bringst, oder fühlst du dich da, wo du gerade bist, nicht wirklich wohl? Es ist wichtig, dass du das klärst. Das Ass der Kelche ist ja auch die Eigenliebe, ne? Und wenn ich hier sehe, Gerechtigkeit und 7 der Kelche, du musst für Klarheit sorgen. Das Ass der Schwerter haben wir hier. Es ist wichtig, dass du die Dinge bereinigst, die zu bereinigen sind. Rat des Schicksals, 9 der Münzen, Unabhängigkeit und die Heilung. Der Wassermann. Wassermann-Karte, Heilung. Ich denke, dass du dich vielleicht zu wenig um deine persönlichen Bedürfnisse gekümmert hast, die jetzt heilen wollen. Der Mond, 2 der Stäbe und die Königin der Kelche. Das ist so, was nicht gut wäre, wenn deine Gefühle jetzt an den Feiertagen eskalieren. Die 2 der Stäbe ist deine Entscheidung, ob du das zulässt oder nicht. Mein Rat wäre eher nicht. Wenn du Diskussionen führen musst oder wenn du was klären musst, so kurz vor Weihnachten wäre das vielleicht nicht gut, aber du musst dir über ein paar Dinge klar werden, wo du mit deinen Gefühlen hin willst. Fairness ist angesagt. Und da solltest du nicht rücksichtslos sein. Aber es gilt natürlich, das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anzugehen. 6 der Münzen, Knabe der Münzen, Geduld und langsame Schritte und Ritter der Münzen. Also Fairness herzustellen, ja, aber dann eher, also wenn es um gefühlsmäßige Dinge geht, dann eher nach Weihnachten. Dann hättest du das im Vorfeld vielleicht machen sollen. Aber jetzt momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt. 8 der Stäbe, der Turm und der Knabe der Schwerter. Also Informationen sammeln. Der Turm sagt dir gewisse Dinge, die vielleicht in deinem Gefühlsbereich eine Rolle spielen. Ich sage jetzt mal von einer Beziehung in die nächste, das solltest du vielleicht nicht unbedingt kurz vor Weihnachten klären. Da könntest du vielleicht nach Weihnachten dann Klärung herbeiführen. 9 der Stäbe, da haben wir den König der Kelche und Mäßigkeit. Intellekt und Gefühle in Einklang bringen und zuvorkommend entgegenkommend sein. Gib dir Mühe. Ja? Was ist die 5 der Stäbe? Der Hierophant und der König der Schwerter. Das ist es, was ich befürchtet habe. Da ist so ein bisschen, du fühlst dich vielleicht in deinem derzeitigen Umfeld nicht mehr so wohl. Es kann auch ein Umzug sein, es kann auch ein Firmenwechsel sein, vielleicht auch im Job. Und es könnte dir passieren, dass du unbedacht
zu viel sagst oder zu aufgebracht bist in einem Moment. Ja? Und das kann natürlich, du bist aufgewühlt, es geht um Gerechtigkeit, bitte nicht vor Weihnachten oder um Weihnachten rum. Mach das lieber hinterher. Ja? Wenn du, egal in welchem Bereich, du Dinge sagen möchtest, klären möchtest oder jemandem deine Meinung sagen möchtest, bitte nicht zu den Feiertagen. Rat des Schicksals, 7 der Kelche. Da ist die Verwirrung. Und da ist die 9 der Kelche. Deine Wunscherfüllung, denke ich, kommt zum gegebenen Zeitpunkt. Ja? Klarheit und Wahrheit, da ist der Gehängte, da heißt es ja, verschaff dir erstmal einen Überblick über den Zusammenhang, wie die Dinge zusammenhängen, sieh das von allen Seiten und dann haben wir die Welt. Der Neubeginn beginnt, glaube ich, danach. Ja? Wie ich schon sagte, nicht an Weihnachten. Der Page der Stäbe, Ritter der Schwerter, und die Herrscherin. Es bedeutet, dass du wahrscheinlich sehr schnell etwas anderes auf den Weg bringen möchtest. Ritter der Schwerter ist eine unüberlegte Handlung. Darauf bist du fokussiert und es hat mit Leidenschaft zu tun. Und die Dinge sind auch fruchtbar. Vielleicht ein neuer Job, eine neue Beziehung, wie auch immer. Aber bitte nicht an den Feiertagen. Ritter der Kelche, 3 der Kelche und das Ass der Schwerter. Ja, du musst die Dinge klären und zwar natürlich so schnell wie möglich, aber wenn dir das, wie gesagt, kurz vor Weihnachten geschieht, ich sag jetzt mal, du hast dich jetzt mit deinem Partner, deiner Partnerin kurz vorher so verkracht, dass ihr sagt, wir gehen auseinander, wir haben aber die halbe Familie eingeladen, dann würde ich diese Einladung noch wahrnehmen, aber ich würde da auch noch nicht die Stimmung zerstören, indem ich sagen würde, so, das kann man hinterher machen. Ist jetzt so nur ein Beispiel. Es kann auch ein anderer Bereich sein, im Job oder so. Wir haben die Orakelkarte Eule. Du siehst jetzt klar. Dir sind einige Dinge klar geworden, die du jetzt auch natürlich umsetzen möchtest. Bitte nicht zu hastig, ja? Ich lese mal vor. Der Geist der Eule kommt zu dir, um dich daran zu erinnern, dass die Weisheit, die du in dir trägst, nicht nur von deinen scharfen Sinnen gespeist ist, sondern auch von der Weisheit innerhalb des Bewusstseins, an dem wir alle teilhaben. Auch in der dunkelsten Nacht kann die Eule klar sehen und wird von all ihren Sinnen geleitet, einschließlich der Intuition. Diese Sensibilität ist jetzt aufs Höchste gesteigert und du empfängst Botschaften aus allen Richtungen. Der Geist der Eule ermahnt dich, weise zu sein und auf das zu achten, was zwischen den Zeilen steht, auf das, was dem Auge unsichtbar, den Ohren unhörbar und wofür andere vielleicht kein Wahrnehmungsorgan besitzen. Mit deinen wachen Sinnen ist dir eine Menge an Wissen zugänglich. Die Klarheit stellt sich ein, wenn du mit all dem, was deine Sinne dir zutragen, verweilst, während du dich von deiner Intuition leiten lässt, um das Ganze und nicht nur Teile zu verstehen. Lass die Weisheit in dir wachsen und dich führen, indem du dich auf die Schärfe all deiner Sinne verlässt. Die Intuition ist so real wie jeder andere Sinn und sie kann dir die Klarheit vermitteln, die du brauchst, um deine Lebenssituation zu verstehen. Deine Beziehungen, deine Arbeit, deine finanzielle Situation, was immer es auch sei, du besitzt jetzt einen klaren Blick für die Wahrheit. Ja, aber es gilt natürlich, die Wahrheit auch so schonend wie möglich, wenn sie nämlich andere verletzt oder irgendwas nach sich zieht, beizubringen. Und da bitte keinen die Feiertage zu versauen. Ja? Das sieht nämlich so aus, als ob du, sagen wir mal, was Neues angehen möchtest, ja? Und das jetzt rausposaunen möchtest. Aber die Weisheit hält dich hoffentlich ein Stück weit davon ab. Wir hatten eben den Gehängten hier. Ne? Ja, der Gehängte. Du weißt es und du willst ein Neubeginn und das sollst du auch haben. Aber vielleicht ist der Zeitpunkt nicht unbedingt günstig. Ja? Berufliche Veränderungen haben wir auch von den Erzengeln. Erzengel Samuel, deine Lebensaufgabe löst eine segensreiche berufliche Veränderung aus. Das kann bedeuten, dass sich eben die Dinge verändern. Ja? Wie gesagt, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder nicht für dich, sagt dir deine Intuition. Ja, und darauf solltest du dich verlassen. Du bist aufs Äußerste angespannt, ne? Du weißt es und wann der richtige Zeitpunkt ist, wirst du merken. Du hast um Hilfe bezüglich deiner beruflichen Situation gebetet und jetzt ist es soweit. Manchmal wird Veränderung als Stress empfunden, doch in Wahrheit helfe ich dir,
deine alte Lebensform aufzugeben, um Raum für das Neue zu schaffen. Achte genau auf sich wiederholende Gedanken, Ideen, Träume und Visionen, da es sich hierbei um göttlich inspirierte Wegweiser handelt, die dir den von dir gewünschten Weg zeigen. Vielleicht siehst du nicht den ganzen Weg oder weißt nicht, wohin er führt, doch jeder Schritt wird von Licht erfüllt sein. Das ist vielleicht deine gefühlsmäßige Irritation mit 2x7 der Kelche. Ja? Ich kann dir nur den Ratschlag geben, du entscheidest das natürlich selbst, dass du, ich sag mal, während der Feiertage vielleicht kein Fass aufmachst, aber du kannst das selbstverständlich im Anschluss machen. Wenn du das für richtig hältst, machst du natürlich, was du willst. Das kann ich dir gar nicht und will ich dir auch gar nicht vorschreiben. Es ist nur meine Intuition, die sagt, wenn es geht, versuch dann, ich sag mal, 2 Tage oder 3 Tage durchzuhalten. Das sollte mit dem Gehängten und dem Realisieren der Zusammenhänge und so vielleicht möglich sein. Interessante Legung, liebe Jungfrau, ich bin gespannt, wie sich das Ganze für dich in der Realität zeigt, wie die Dinge sich dann zusammensetzen. Lass es uns gerne wissen in den Kommentaren. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da, dann freue ich mich. Auf jeden Fall wünsche ich dir, deinen Lieben, ein friedvolles, harmonisches Weihnachtsfest ohne Stress, ohne Streit oder irgendwas. Und dass du Klarheit gewinnst über das, was du wirklich willst und dass du das dann auch umsetzen kannst. Also, meine besten Wünsche und dann sage ich mal, bis bald.